Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Metro Last Light. Ja, wir haben hier letztes Mal dieses Banditenlager geplättet. Und ich wusste. Okay, wie kommen wir hier durch, Sachen? Ja. Wie sollen wir jetzt hier durchkommen? Jo. Ich will zum sagen, hier geht's nicht lang. Dass ich jetzt einen Umweg nehmen muss durch den Waggon hier. Willst du mir jetzt etwas sagen? Willst du mir doch nicht ehrlich sagen, dass ich jetzt hier durch muss, oder? Nein, das kann nicht sein. Ich komme hier nicht mal raus. Hier unter vielleicht? Nö, hier ist auch nichts versteckt. Bin ich wirklich so dumm oder tue ich nur so? Das ist jetzt die Frage. Jo, was haben wir denn da? Einfach ein ganzes blödes Tor, muss ich eigentlich einfach umfahren können. Oder? Jo. Sollte so möglich sein. Langsam dagegen. Das bringt echt nichts. Was mache ich da jetzt? Muss ich hier jetzt echt irgendwie Schalter oder so finden? Oh, da bin ich total schlecht drin. Oh, ich übersehe nämlich immer irgendwas Wichtiges. Wirklich immer. Lol, so viele Teile. Ja. Wieder mal nichts, was mich interessiert. Zwar eine Menge Teile, die könnte man zum Abbauen benutzen, ja. Und ACOG. Oh, könnte ich das Teil doch bloß abbauen? Hätte ich jetzt ein ACOG. Ich brauche keine Shotgun, ganz ehrlich. Ich verkaufe das Teil dann nachher. Ne. So. Da. Ha, gefunden. So, da bin ich jetzt wieder. Real Life dazwischen gekommen und so. Und jetzt einfach mal weiter. Oh, ich hab ACOG, so geil. Jetzt erstmal noch die Taschenlampe voll aufladen. Dann einsteigen wieder. Licht an und Vollgas. Nehmen wir an, wir brauchen jetzt unsere Gasmaske gleich. Da hinten ist jemand. Ich kann nicht sehen, was oder wer. So. So. Ups, das war der falsche. Wird eigentlich so. Und so.
Na, ein bisschen höher vielleicht noch. So, danke. Okay, ich muss jetzt immer noch meine Messer, die ich verworfen habe. Ja. Messer. Verdammt, ich hab meine Messer jetzt verschwendet. Oh, hier kann man hoch. Da. Oh, geil. Wo man nicht überall Elite-Munition findet. Einfach mal auf dem Klo irgendwo in den Tunnel. Ist klar. Da sollten wir dann vielleicht doch nicht lang fahren. Wäre schon ein klein wenig gefährlich. Ich hätte nämlich keinen Bock auf Mutanten. Scheint der Mutantenweg zu sein. Ach, jetzt bin ich gerade so. Ich gehe ja den normalen Weg. Mutantenweg habe ich keinen Bock drauf. Da haben wir jetzt wieder die optionalen Spielentscheidungen, die mal geil sind, aber überwiegend scheiße. Oder nein, sind ist schon ziemlich geil, dass da manchmal so Entscheidungen sind, die man selbst treffen kann, aber ich weiß nicht. Ich habe keine Lust, da hinten bei den Banditen lang zu gehen. Oder, nee, bei den... Nein, kann er nicht. Und ich kann hier nicht lang, oder? Licht ist voll, okay. Habt ihr hier vielleicht so Munition mit? Ist schon irgendwie ziemlich bekannt vor aus dem ersten Teil, aber scheinbar doch nicht. Ach, verdammt, ich muss den Mutantenweg gehen, oder? Nein. Hier sind Brandbomben. Ach du Scheiße! Oh, war das ein Schreck gerade? Woo! Ja, jetzt hab ich's. Jetzt kann ich es töten. Habe ich jetzt trotzdem mein. Ich habe. Ich will aber nicht lang. Oh, kann ja auch nicht, gut. Ist da sonst noch irgendwas? Nein. Ich will hier lang. Ich will nicht zu den Mutanten. Ich habe gerade meine Shotgun weggeworfen. Na. Mach mal ein bisschen Licht an. Weil ich's kann. Einen Moment. Das ist ja schrecklich, wie andauernd was dazwischen kommt hier jetzt. Dabei will ich doch nur vernünftig mal Metro aufnehmen. Ja, aber wenn meine Eltern im Haus sind, dann kann da mal was dazwischen kommen. Ich hab keinen Bock. Doch, Licht immer an. Kann eher Spinnen da sein. Ich will nicht. Okay, das ist jetzt meine Gelegenheit. Gleich.
nicht bemerkt. Finde ich gut. Licht aus. Ein bisschen Munition. Hier kann ich auch lang. Ach, okay. So hätte ich die umgehen können. Na, komm. Sehe ich nicht. Kein Alarm. Ihr habt mich nicht gesehen. Nein, ihr habt mich nicht gesehen. Gut, ihr habt mich nicht gesehen. Ja? Wie viel? Ich habe aber nicht. Ich glaube, ich habe aber nicht zu viel, nicht genug dabei. Ich bin aber nicht sicher. Ja, wie viel denn? Ich habe ein bisschen Geld dabei. Sag mal einfach nur, wie viel. Na komm. Nicht verletzt. Tot. Habe ich dich gar nicht mit. Nein, ich habe dich erschossen, genau, stimmt. Ich bin nicht zu sehen. Verdammt. Licht aus. Der ist tot. Der auch. Und der habe ich auch. Nein, der nicht. Jetzt aber. Das sollte jetzt der letzte gewesen sein. Kriege ich mein Messer zurück. Hier kriege ich mein Messer zurück. Und hier kriege ich gar nichts. Und ich schmeiße ja dort mit. Irgendwas rum und ich hab mal getrunken. Also so verschwommen. Ich sollte vielleicht nicht so viel trinken. Ich dachte, ich als Russe kann ein bisschen mehr ab, aber anscheinend ja nicht, ne? Okay, der ist schon dort. Oh. Messer. Geil. Na, komm. Oh, das war sehr schlecht von mir. Ein Schuss und erst dann gemessert. Das ist auch so viel. Das kann man alles abnehmen und verkaufen, ne? Geht in beide Richtungen. Hier geht's raus. Na? Versteckspiel oder was? Na, kommt doch her. Hm? Da liegt das nur, um die da vorne vorzuwarnen. Ah, oh, Mann. Ich will da nicht lang. Ich werde, ihr habt jetzt irgendwas übersehen und rennt, ohne dass ich es muss in die ganzen.
Komm. Okay, was sagt es uns? Um die Falle zu durchbrechen. Okay, also muss ich jetzt ganz viel Anlauf haben. Jetzt ganz viel Anlauf und dann einfach durch. Mit dem komme ich jetzt wohl nicht mehr weiter. Tja, wie ich es schon sagte, mit dem kommen wir jetzt wohl nicht mehr weiter. Nein, ich will keine Elite-Munition haben. Danke. Ah. Jetzt kommt irgendwas Schockierendes oder auch nicht. Ja, was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage, ne? Einfach nur erreiche Venedig, okay. Dann dürfte das ja gar nicht mehr so weit weg sein hier. Laut der Missionsbeschreibung. Ich kann hier durch, ne? Jawohl. Immer diese unscheinbaren Wege, die doch so scheinbar sind. Oh Gott. Kein Bock auf Monster, Mutant meine ich. Mami! Ups, das wollte ich nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Justin. Ciao.